Mein Name ist Helge-Uwe Braun. Ich bin technischer Geschäftsführer der Stadtwerke München, unter anderem verantwortlich für die Erschließung der Stadt mit Geothermie und Präsident des Bundesverbandes Geothermie. Ja, die Stadtwerke München haben seit Ende der 90er Jahre mit den ersten Planungen begonnen, Geothermie in der Fernwärmeversorgung einzusetzen. Unser erstes Projekt war die Messestadt Riem, die dort sozusagen seit 2003 mit Geothermiewärme versorgt wird, ungefähr 13 Megawatt thermisch. Danach sind weitere Bohrungen auf dem Stadtgebiet erfolgt, unter anderem in Freimann und jetzt Heizkraftwerk Süd, wo wir drei Dubletten gebohrt haben für ungefähr 80.000 Münchner Haushalte für die Wärmeversorgung. Ich würde mir wünschen, dass die Geothermie flächendeckend in Deutschland als die dritte Säule der Energiewende anerkannt wird, dass sie den gleichen Stellenwert bekommt wie die anderen beiden, Wind und Solar. Und letztendlich, dass man die Verfahren, um Geothermie zu erschließen, so erleichtert, dass es wirklich zum Selbstläufer werden kann.